Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich habe das letzte Mal leider nur eine Folge aufgenommen und ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen müssen. Irgendwo hier raus wahrscheinlich. Edan, das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Wer sitzt denn da? Kann ich das? Exit. Trank. Schon wieder. Du bist zu laut, dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine 2 Tage in dieser Gegend. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath, der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das? Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deine spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Aus der Observierungsstation. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Ich weiß gar nichts. Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpsoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps, so wie alle anderen freien Menschen auch. Aber warum interessiert gerade dich das? Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst, glauben würde ich nur das Wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und dir erstmal vernünftige Ausrüstung besorgen. Meine Ausrüstung ist weg. Jemand hat mich bestohlen. Ich habe einen Outlaw vor ein paar Tagen mit einer Menge Krempel hier in der Gegend gesehen. Wo ist dieser Kerl?
Er ist in Richtung Nordosten verschwunden. Ich schätze, er wollte in die Wüste Tavar. Wenn du ihn erwischen willst, solltest du dich beeilen, bevor er alles auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Wir sind hier im Jagdgebiet einiger gefährlicher Tiere. Du solltest deine Waffe bereithalten, wenn's holprig wird. Ganz schön hier. Also los. Was ist das denn? Sorry, Ab hier müssen wir aufpassen. Eine Menge Fleischfresser treiben sich hier in dieser Gegend herum. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei deinem Clan? Viele Berserker bleiben in der Stadt. Da ist es sicher und man läuft nicht den Häschern der Alps in die Fänge. Ich selbst gehöre zu den Kriegern und sorge dafür, dass unsere Werker und Setzer auch ihre Ziele erreichen. Aber darüber kannst du in der Stadt mehr erfahren. Wir sollten jetzt weitergehen. Hier ist es nicht sicher. Geh weiter. Bleib hinter mir. Ja, ist ja okay. Ich sammle noch ein paar Blumen. Kann's weitergehen? Klar. Ist echt schön gemacht. Ist okay. Was sind das hier für die... Ja, Bobbles hier. Was ist da drüben? Einige Ruinen der alten Welt. Das sehe ich, aber warum halten wir hier? Da drinnen habe ich vor 2 Tagen einen Trupp Kleriker beobachtet. Diese religiösen, technikvernarrten Fanatiker aus dem Osten wurden von einer Gruppe Fleischfresser angegriffen. Hörte sich nicht so an, als ob sie das überlebt hätten. Was denn? Kleriker hier draußen? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du beunruhigt. Du scheinst die Kleriker wohl nicht zu mögen, was? Zu welcher Gemeinschaft gehörst du nochmal?
angenommen, ich käme aus Xarko, aus dem Land der Alps. Tja, dann müsstest du schon etwas länger nicht mehr dort gewesen sein. Das ganze Elex, das die Alps täglich um sich haben und konsumieren, macht sie zwar stark, aber man erkennt sie auch sofort. Für so einen Eisklotz aus dem Norden hast du mir entschieden zu viel Farbe im Gesicht. Möglicherweise bin ich ja ein Outlaw. Tja, dann werde ich wohl auf meine Habe aufpassen müssen. Die Könige der Wüste verpassen ja keine gewinnbringende Gelegenheit, was man so hört. Was wäre, wenn ich jetzt sage, ich käme von den Klerikern? Nun, dann wärst du ziemlich weit weg von zu Hause. Das hochtechnisierte Feuerland Ignadon liegt von allen Ländern der freien Menschen am weitesten von unserem Edan entfernt. Was macht es eigentlich für einen Unterschied, wo ich herkomme? Was macht das für einen Unterschied, woher ich komme? Ich gehöre zu keiner Gemeinschaft. Wir Berserker kümmern uns sowieso um jeden Flüchtling, der sich in unser Land verirrt hat. Wenn er nicht gerade die Absicht mitbringt, uns ausrotten zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Verständlich. Gehen wir durch die Ruinen? Das überlasse ich dir. Die Fleischfresser machen in dieser Gegend keine Gefangenen. Wenn wir die Ruinen meiden, ist es ungefährlicher. Andererseits, die erledigten Kleriker da drinnen haben vielleicht noch nützliche Ausrüstung. Ich würde zwar die Finger davon lassen, aber bei dir sieht die Sache ja vielleicht anders aus. Wir gehen durch die Ruinen. Dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Also gut, dann los. Du hast dich für den schweren Weg entschieden. Okay. Wenn sie nicht schon geplündert wurden, müssten die Leichen der Kleriker noch da sein. Naja. Eigentlich nicht, ne? Mich an. Okay. Fertig. Warte. Blümchen mitnehmen. So los. Warte kurz. Oh, ein Teleporter. Schön. Kann es weitergehen? Warte. Oh, hier kann man sich wahrscheinlich ausruhen.
Warum wird der fokussiert? Wie kann ich denn da raus? Fertig. Natürlich rennt er einfach weiter, oder was? Natürlich. Ja, super. Warum ist er weitergelaufen? Ende. Nein. Zurück. Hier ist nichts mehr. Also los. Jetzt reicht's mir. Oh. Dieses Gebäude sieht aus, als wäre dies in der alten Welt einmal so etwas wie eine Lagerhalle für Maschinenteile gewesen. Ein Berserker mit Kenntnissen über Maschinen. Hey, wir nutzen keine Technik. Das heißt nicht, dass wir dämlich sind. Hm. Erledige, was du hier machen willst, und dann lass uns hier schnell wieder verschwinden. Habt ihr öfter Kleriker in Idan? Ignadon, die tödliche Felsenlandschaft weit im Osten scheint den hochtechnisierten Klerikern nicht mehr genug Rohstoffe zu liefern. Daher kommt es in letzter Zeit vor, dass sich einige dieser religiösen Fanatiker hierher verirren. Sie scheinen etwas zu suchen, sonst würden sie nicht so weit weg von ihrer Heimat Ignadon operieren. Das Sehr stimmt. Viel weiß ich darüber allerdings nicht. Na ja. Wir gehen weiter Richtung Goliath. Wie du meinst. Folge mir. Der Absturz des Gleiters in der Observierungsstation. Wie lange ist das jetzt her? Mehrere Tage. Kurz danach gab es wohl so etwas wie eine Schießerei, aber mittlerweile ist es ruhig geworden in der Gegend. Die meisten Alps haben sich wieder weit in den Norden zurückgezogen. Irgendetwas Schwerwiegendes scheint sich bei ihnen da oben in Xakor zusammenzubrauen. Von hier aus ist schwer zu sagen, was... Fertig? Ja. So, nach dem ersten Tod. Wisst ihr Bescheid? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und ciao, ciao.